Dominanz zeigst auch so, gehst immer und schnallst deine Mitarbeiter an Ketten. Nee. Sagst so, ihr dürft euer Büro nicht verlassen. Ich sag einfach so, du machst jetzt das und du machst jetzt das und dann ist das so. Dann machen die das. Dann machen die das. Julian, du musst nicht deinen Fetisch ausleben. Was? Genau, du was musst den du Fetisch nicht auf andere projizieren. Was? Nur weil du das magst. Das ja, nicht, nur weil du in Ketten findet. Gelegt werden möchtest. Ja. Heißt okay. Das ja nicht, dass die anderen das wollen. Ja, läuft bei euch. Ja, stimmt. Bei Carsten könnte es tatsächlich sein. Mhm. Läuft. Okay, das kann mich überraschen. Was ist denn darin jetzt so witzig? Ich weiß gar nicht, was ihr da für ein Problem mit habt. Weil beide Alternativen jetzt witzig werden. Entweder kann es bei Carsten sein, dass es läuft, oder es kann bei Carsten sein, dass er auf die Ketten steht. Ja, oder ja. Dass es noch anders läuft. Er das wegen dem läuft. Ach, er das wegen dem läuft. Ja, dann Prostata. Hm. Apropos Prost. Warte mal eben, da ist die Flasche. So, Luisa ist kaputt. Super. Okay, Josh ist auch kaputt. Apropos, wie kommt man denn jetzt darauf? Apropos Prostata, meine Flasche. Ja, Bier. Es läuft. Bier läuft. Ich greife gerade mal zu meiner Flasche Wasser. Ich hab Bier. Ich sammle nicht. Ich trinke Wasser. Oh, wir müssen. Ich fahre ja heute noch. Eine schwierige Entscheidung. Trinkst Wasser mit Biergeschmack? Ja, ist gut. Ich sehe nichts mehr, weil ich so gedacht habe. Wir müssen ja abfahren. Okay. Also die drei LKWs vor ihm fahren raus und er so. Ja, nee, weißt du, was das Problem ist? Ja, was denn? Ich lenke gerade mit meinem Unterarm. Weil ich schraube mit meinen Händen. Also, ganz ehrlich, es ist kein Unterschied, wie wenn du normal lenkst. Ja, dachte ich auch gerade. Ich könnte auch mit den Unterarmen lenken. Funktioniert auch. Schön. Also, wenn ich Flaschen zudrehe, lenke ich meistens mit dem Knie. Echt? Knie. Nee, mit dem Knie komme ich da nicht hoch, weil dann habe ich ja dann nee, kriegst du keine hoch? Also das funktioniert anatomisch nicht, James. Das wirst du nächste Woche Donnerstag sehen. Also ich mach das mit dem Bauch. Du kriegst auch einen hoch? Ich krieg das Bein auch so hoch. Ach so. Ja, aber das Problem ist, wenn ich das Bein hochnehme, ist mein Tisch im Weg. Ich komme gar nicht mit dem Bein an mein Lenkrad ran. Ja gut, wenn man das dritte Bein hochnimmt, dann ist der Tisch im Weg, ja. Aber mit dem könntest du doch mal lenken, Julian. Das ist doch jetzt optimal so von der Entfernung. Nimmst das dritte Bein hoch, hört ihr das Klopfen? Boah, ist sehr stark. Ja, Hammer, ne? Wie wärst du jetzt eigentlich so schnell so hart bekommen? Ich hab ja nur das wollen wir jetzt nicht wissen. Nee, Julian schmeißt sich mal blaue Pillen ein. Ja, genau. Ja, für wen denn? Jeden Tag. Also, einfach fürs Ego. Einfach fürs Gefühl. Einfach für, ich steig in den Bus und hab den längsten Lörres. Ja. Der Julian Angeber. Einfach, ja. Der Julian hat einfach an Playboys Bunny Kendra oder so gedacht. Ja, sicher doch. Aber nee, ich muss an ja nichts Tiffy kompensieren. Ich fahre ja eine kleine Maschine. Ja? Das heißt, ich muss nichts kompensieren. Desto stärker ist er natürlich auch. Und deswegen, desto lauter kann ich auch gegen den Tisch kloppen. Finde ich nur logisch. Okay, ja, gut. Das ist. Ja, doch, passt. Doch, ne? Macht Sinn. Ja, macht Sinn. Ja, das. Doch. Weißt du, wir anderen haben einfach die Motorleistung analog zu unserer Penisgröße genommen. Ja, wir nein. Müssen auch nichts kompensieren, also der Motor wird eher an die Größe angeglichen, weißt du? Uiuiuiui. Du, Jürgen, du machst aber auch ganz schön Schlenker gerade. Da ich gerade wieder trinke. Das solltest du nicht machen. Aber der Mensch braucht. Wenn du Öl transportierst, dann solltest du das wirklich nicht machen. Ja, aber was hast du überhaupt geladen? Was hast du geladen? Das ist ja kein Öltanker, das ist ja so. 18 Tonnen Bums. Also das vielleicht sind das ja Fassöl. Ja, das kann sein. Kann auch ja, Motoröl auch sein. Oder Fässer Gleitcreme oder so. Ja, also genau. Oder Gleitöl. Oder Gleitöl. Massageöl. Ich transportiere Anlauf. Das ist ja eine Altverpackung. Ich transportiere Anlauf. Ich transportiere heute Anlauf statt Gleitcreme. Richtig. Oh je. Achtung! Ich komme, ich. Konzentrieren! Ich hab nur gerade lachen müssen.
Ja, ich hab's gehört. Ja. Ach, guck mal, Lisa. Der Ziel ist aber auch ganz schön. Ja, ich hab aber nichts gemacht. Ich fahr die ganze Zeit 100. Ich weiß nicht, was ihr da macht. Hast du gerade Zeit, dass schneller geht? Geguckt und rausgekriegt, was jetzt auf einmal. Noch nicht, ich bin gerade erst bei dem Kapitel-Dingens gewesen. Hast noch zu wenig gespült heute, muss mehr spülen. Ich muss da gleich rüber, Julian, so. Von meinem alten Handy auf das fast schwarze Handy. B-Mac in Häppchen oder was? B-Mac in Häppchen, das ist ja immer beim Spülen. Bin ich schon vorbei? Wie jetzt? Aber gleich bist du bei James im Trailer. Nee, das wäre langweilig. Im Bürostuhl bin ich gleich. Quasi. Ja, da sind nur Altverpackungen drin, das bremst. Ich weiß nicht warum. Der Carsten wollte hier rüber. Ja, weil da fahrende Hindernisse. Noch nicht. Mein Würfel wackelt. Ja, da sind zwei, die fahren 95 Würfel. Oder so. Ich hab gar keinen Würfel. Luisa, warum sagst du das so? Ja, weil du das auch so gesagt hast. Mein Würfel wackelt. Was ein Missstand. Ja, hast du eckige Brüste? Ja, aber sicher doch. Ja, der Julian immer. Ich immer. Ach so, kantige immer. Männerbrüste. Ich hab so richtig kantige Männer. Das ist schon wieder eine neue Firma. Manche sagen... Boah, Leute, was ist heute mit uns los? Leute, ich weiß nicht, was mit euch los ist. Ihr seid pervers. Du bist auch nicht besser. Doch bist du eigentlich schon, weil du da nichts zu sagst. Aber du bist trotzdem... Du hältst dich für was Besseres, ja? Schnarch. Fährst du eigentlich 100, James, oder fährst du irgendwie... Ich fahr 100. Echt? Also ich laufe mit Fred Feuerstein. Bei Josh kann man zugucken, wie der Sprit aus dem Tank läuft. Cool. Weil der Motor sagt... Der hat Durst. Oh, lecker. Und jetzt nochmal ein. Tank leer. Ach so, wir haben gerade einen überholt. Ja, ich probiere auch mal. Ja, Overtaking ist noch laut ein. Ich schick dem mal eine Nachricht, dass er sich in 3 Stunden auf eine Überholung vorbereiten soll. Deswegen sind die alle links. Können die eigentlich so meinen geilen Megatruck sehen? Ja, wenn die das Pack ist schon haben, geil. Dann können die den sehen. Geil, oh, Carsten. Ich muss... Ach nee, Sperrfressfläche zum Glück. Sperrfläche. Hi, Carsten. Dave, na? Transportierst du Bürostühle? Neben Altverpackung. Altverpackung vom IK. Oh, und kein Franz Dietrich? Nee, da waren früher Franz Dietrich hier drin. Ja, also irgendwie hätte ich ja scheinbar Top-Pflanzen transportieren sollen, aber irgendwie war weg. Top-Pflanzen waren aus. Was hat nicht so einen grünen Daumen? Ja, gibt noch die Verpackung davon. Ja, eben. Ja, 20 Tonnen. 20 Tonnen Verpackung. Finde ich gut. Ja, aber sehr komprimierte Verpackung. Ja, ich glaube, mit meinem Fisch bin halt ich aber geringer. Ich glaube, ich habe nur 18 Tonnen komischen Fisch. Ich habe auch 18 Tonnen. Ich habe 18 Tonnen, das weiß ich. Wir müssen gleich abfahren. Ich halt die schwerste Frage. Da ordentlich am Knabbern. Ja, wir müssen abfahren. We have to change the Autobahn. Oh, wie viele uns entgegenkommen. Wie viele Leute wir grüßen können. Das ist schön, ne? Ja, und keiner grüßt zurück. James, das ist eigentlich dein Part. Please, James. Guck mal, können wir direkt auf die Überholspur, okay. James. Was? Können wir direkt auf die Überholspur, James. Boah, wir müssen auch wieder den famous Dönerspieß besichtigen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der war. Ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr, welcher das war. Das war einfach ein Dönerspieß. Der war, glaube ich, direkt auf dem Weg zu McDonald's am Hauptbahnhof, war der, glaube ja. ich. James, du kennst den doch bestimmt, oder? Die Dönerspieß persönlich. Den Dönerspieß? Ich bin Best Buddy. Nee. Ich bin. Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin ein Döner. Ich hab keine Ahnung, wo ich euch den gesehen habe. Mach schöner. Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf. Also ich steig direkt in den Hauptbahnhof ein. Döner. Ich habe keine Ahnung mehr, wo Jost Dönerspieß gewesen ist. Keine Ahnung. Sorry, ich keine Ahnung. In Bonn war der. Irgendwie. Ja, das ja, ja, irgendwo da. Aber um mich daran zu erinnern, war es halt doch schon ein wenig zu sehr bemilcht. Entschuldigung, Mangold. Bemilcht. Wobei bemilcht hört sich auch irgendwie, ich weiß nicht. Die darauf verredbar waren. Du warst doch am wenigsten bemilchsten. Und Josh und Julian am meisten. Ja, Josh war so bemilcht, dass er ein Glas. Warum bremst denn der jetzt? Wir und Zelda ist für 6,50 gekauft. Julian, du warst so bemilcht, dass du der Kellnerin 10 Euro Trinkgeld gegeben hast. Ja, aber die hat ja auch. Ja, ich fand die halt nett. Die hat uns Infos über den Nachtbus gegeben. Das war voll höflich. Ich weiß nicht, warum ich dir 10 Euro gegeben habe. Von welcher hast du denn jetzt gesprochen? Ich weiß nicht. Der Machold.
die im Machold, war die nicht schon 60 oder so irgendwie? Nee. Nein, ganz so alt war sie nicht. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Nee, war so Mitte 30 war die. Hätte ich auch gedacht. Mitte 30? Ich hab mich auch noch so gut daran erinnert. Ist genau dein Alter. Also die war so. Die war so Carstens Alter, so ungefähr. Doch. Ja, aber Carsten war ja mit. Deine Jacke ist runtergefallen beschäftigt. Das fand Jasmin auch bestimmt super witzig. Die findet alles witzig, was ich mache. Ja, hör mal, ich saß ihr gegenüber, ihr Gesichtsausdruck hat ja, einiges gesagt. Ja, manchmal einfach nur, damit ich nicht sauer werde. Du findest das nicht witzig? Jetzt bin ich aber böse! Schaut dann kommt ganz schnell einer einschlafen, so die ganzen Videos zusammen und Wede findet das ist nicht lustig, ja. Was ich da gesagt habe. Genau. Uiuiuiui. Übrigens, das jährt sich bald, ne? Glaube ich. Was? Jetzt? Hey, das war doch Winters. Nee. 3.12. Ja, das finde ich schon Winters. Nein, ich meine ein anderes Ereignis jährt sich bald. Hä? Tanz. Chaoten minus 1, die erste? Ach so, was ja. Irgendwann im September. Ne? Was der alles weiß, ey. Ich meine, das war Julian, irgendwo in der Phase, Datenmonster. wo ich mich letztes Jahr darum kümmern musste, da um Zweitklausuren. Und jetzt habe ich heute eine Mail bekommen wegen Zweitklausuren. Ich muss die zwar nicht schreiben, aber ich hab die trotzdem bekommen. Der Chaoten minus 1, die zweite, jährt sich dann ja auch demnächst, irgendwann im Januar. Oder so. War das Januar oder war das März? Nee, es war Januar. Entschuldigung. Ah. Nee, warte, bis März hätte ich das nicht mehr ausgehalten. Lass mal überlegen. Wir haben letztes Jahr am, ich glaube, 20.08. war das BMA Community Treffen, ne? Ja. Das heißt, da war das schon vorbei. Warte, da war das ein Samstag. Dann müsste dann der 15. Ja, 3 im Sinn, 5 hinten rum und morgen. Ja, dann jährt sich das morgen. Aber wenn das ein Samstag war, also, dann also wenn Samstag wenn sein, ihr Zuschauer das seht, letzte Woche Dienstag. Ja. Ja. Ja, bei mir ja schon früher. Ja, bei dir schon irgendwie 10 Monate früher. Beim Carsten schon 3 Monate vorher. Ja, ja. Nee, ganz so extrem nicht. Nee, aber ich glaube so 3-4 Wochen waren ja, schon. Ja, 3-4 Wochen schon. Das stimmt. Irgendwann vor dem Urlaub. Letzte Woche Dienstag vor 3 Wochen. Genau. Ja, quasi. Und ich hab's nicht gefeiert. Boah, morgen muss ich mir ein Bier aufmachen. Pflück dir einfach so ein Tanzzipfel aus dem Kühlschrank. Oh, guck mal, da liegt einer. Ja, sorgenfrei. Sorry. Guck mal, da ist jemand gekickt worden. Oh, das ist Party. Ja, da lag jemand auf der Seite. Aber ich nicht. Das Schöne ist, dass du öffentlich an Pranger gestellt hast. Ich sehe hier gerade nur James LKW und Spiegel. Aber was? Obwohl der auf der Spiegel. Auf der Gegenspur lag der. Mit dem Kippen? Ja, da sind Spiegel. Also die sind so riesig. Aber LKW. Julian, Entschuldigung. Ja, James? Januar, das Ereignis lässt sich rausfinden. Da gibt es nämlich bei Twitter einen Tweet drüber von gewisser minus 1 Person. Ach so, ja gut. Twitter minus 1. Ja. Mai. Ja, dann kann man das genaue Datum rausfinden. Es ist eigentlich auch Jacke wie. Oh, ich muss es da rüber, ne? Nein, da muss ich, danke. Da muss ich ein Bier drauf aufmachen. Okay. Do that. Sag mal, fahrt ihr bewusst langsam? Ja, der Carsten will ja unbedingt 100 fahren. Ich würde ja schneller fahren, aber. Ach, wir müssen gleich den Bogen. Das könnte hier eng werden. Ja, ich bremse mal. Für dich. Ich versuche mal das neben dem James, das passt schon irgendwie. Ja, ich weiß, dass das eine Kurve ist. Da kommt eine Kurve, oh. Schatzi. Ja. Vorsicht, da kommt eine Kurve! Ey, guck mal, der ist ja mit seinem komischen. Ey, du schleifst doch gerade an der Leitplanke, da kannst du mir doch erzählen, was du willst. Ich sehe die Funken. Siehst du die Funken fliegen? Ist denn schon Weihnachten? Ja! Hörst du die Regenwürmer hoch? Ja, wir können ja mal 110 fahren. Vielleicht, wie sie durchs dunkle Erdreich ziehen. Vielleicht kommen wir dann früher an. Lass mal einen durchziehen. Den Regenwurm durchziehen? Oh. Nein, müssen wir wieder abfahren, oder? Weiß ich nicht. Ja, müssen wir.
Hinterm Horizont geht's weiter. Echt? Ist das eine Open World? Achso, wir müssen hier wieder runter. End Map Ding. Ja, Alter, Digga, das ist voll die Open World. Yo. Yo. Wow. Da war's. Holland ist die geilste Stadt der Welt. XD. Ja. Mein Gott, ne. Was ist denn jetzt los? Ja, das liegt an... von mir geht jetzt für ein halbes Jahr in die Niederlande. Ich glaube, das ist das Schinken. Nur, dass die Niederlande... Freiwillig? Die sagen, hat nichts mit Niederlage zu tun, außer die spielen Ball mit dem Fuß. Aber die sind schon in der Kabine, hi, also verlieren können die gut. Also freiwillig ein halbes Jahr nach Holland? Ja. Die Frauen, ne, die sind Europameister geworden. Oder was? Weltmeister? Ich meine Europameister. Im Futsball. Carsten? Futsball. Ja, die deutschen Frauen waren auch erfolgreicher als die Männer. Hey, wir sind Welt- und Europameister.